Erinnert ihr euch noch daran, als wir aus Patchys Playhouse entkommen mussten? Da ist ja irgendwie am Ende das Haus explodiert und wir konnten irgendwie überleben. Heute, ich sag mal so, heute müssen wir sowas ähnliches nochmal machen. Wir werden Patchy nochmal auf den Grund fühlen. Es wird richtig wild. Guckt das Video bis zum Ende, lasst ein Like und ein Abo da. Am Ende entscheidet es sich, ob wir Gehirn gewaschen werden oder nicht. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns drin. Ey, Kasper, Kasper, was machst du da an den Tickets? Broxo, ich wollte mir gerade schnell ein Ticket ziehen, denn kennst du noch den Clown Patchy? Stimmt, der wollte sich heute rächen. Oh mein Gott, es wird heute richtig nicht wild. Wir müssen schnell wegfahren hier irgendwie. Oh mein Gott, let's go. Komm, Jack, wir gehen hier rein, okay? Alles klar, let's go, let's go. Okay, ich sag's dir, lass nebeneinander sitzen. Hier irgendwo, oder? Ja, okay, sehr gut. Und dann mal gucken, wo wir gleich landen werden. Let's go. Hä? Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier in so einer Mall? Ja, guck mal, hier ist ein Skater-Shop hier rechts. Siehst du das? Skater-Blocks. Oh, guck Stimmt, mal hier. Cool. Er ist froh, dass wir quasi alle wieder beisammen sind, sagt er. Ach, cool. Entspannt. Ja, auf jeden. Freue ich mich auch hier. Wir sind mit zwei Kollegen. Sieht doch aus wie Skater, ne? Muss ich sagen. Auf jeden. Bisschen. Wir können ja gleich mal in den Skater-Shop reingehen. Vielleicht kann man da coole Sachen, Klamotten, coole Sachen kaufen irgendwie. Würde ich auch. Guck mal, sogar, die haben so eine Halfpipe und sowas, ne? Boah, cool. Ich kann, also ich sag dir ehrlich, erinnerst du dich noch an Patchy? An den bösen Clown? Wir sind, weißt du das noch? Böses mit ihm gemacht. Genau, wir sind gerade noch so entkommen aus seinem Spielhaus. Weißt du das nicht mehr? Da haben wir doch noch versucht, die eine Geisel zu retten am Ende. Ja, stimmt, das weiß ich noch. Aber guck mal hier. Okay, sag mal, ja? Anziehladen und sowas. Okay. Guck mal, hier so ein Hut und so. Gibt's hier alles klasse Hüte. Guck mal, hier ist auch ein Verkäufer. Moin. Hi. Hallo. Okay. Hallo, hallo. Wollen wir mal weiterlaufen? Gehen sich gerade. Lass mal hoch. Oder wollen wir ins Skate Shop mal reingehen? Ja, Skate Shop ist langweilig. Was für langweilig? Sowas. Ja, guck mal, da hinten. Okay, ich gehe hier mit ihm rein in die Modeboutique. Wir gehen nicht in so einen ekligen, fettigen Diner. Wir gehen hier lieber in die edle Modeboutique, ja? Wir gucken uns hier ein paar leckere, gute Klamotten an. Boah, ich muss schon sagen, ich hatte schon gerade ein bisschen Durst auf so einen Kaffee oder sowas, Kasper. Ich bin schon ein bisschen müde irgendwie. Eine heiße Milch mit Honig oder ein Kakao würde ich auch nehmen. Lass mal irgendwo zum Kaffee gehen. Ja, ist hier unten eins? Ja, genau. Da können wir quasi in das Beans-Café. Hört sich ziemlich gut an, muss ich sagen, ne? Hier irgendwo? Echt nicht schlecht an. Oh, das riecht gut. Riech mal. Das riecht gut. Mega gut, ne? Komm, Oh mein Gott, ja. Okay, wollen wir hier hinten hin? Ich setze aufs Sofa. Lass hier hin, dann können wir rausgucken auf entspannt ein bisschen. Stimmt, du hast recht. Okay, dann bin ich gespannt. Oh, guck mal hier. Ein sehr, sehr cooler Ort. Guck mal, da ist deine... Alter, wir haben so viele heiße Schokoladen. Ich sag's dir, auf ganz lecker hier. Sag mal, dein Kaffee ist da drüben. Muss ich da drüben hinsetzen. Richtig verrückt. Warte mal, Dicker, wie gibst du die heiße Schokolade? Neuigkeiten gehört haben, hä? Hä? Was für Neuigkeiten denn? Neuigkeiten. Die bauen was Neues in der Mall, Kasper. Ach, neu, so ein Spielcenter oder was ist das? Ja, so ein Spieleparadies. So ein Bällebad cool. Oder was. Ey, da hab ich ja mega Bock drauf. Hä? Was ist mit den Lichtern los? Ist das normal, dass die Lichter sowas machen sollten, so rumflackern? Ich weiß es nicht genau. Die Verkäuferin sagt, alles gut. Irgendwie, das liegt daran, dass hier irgendwie ein paar Leute gerade arbeiten an den Lichtern. Ach so. Sag mal. Ach so, die sind wahrscheinlich... Oh, die hat aber auch... Hä? Hä? Was war? Hast du es gehört? Wo ist... Sie ist weg. Hey, was? Verschwunden. Genug Kuchen für mich. Sag mal, nein. Können wir jetzt nicht Ey, du kriegst ein Abzeichen, wenn du den Kuchen nimmst. Ja? Ja! Auf ganz entspannt! Okay. LOL! Aber nimm schnell! Es ist übel dunkel hier, wir müssen ein bisschen aufpassen hier, ne? Okay, wir müssen zusammenbleiben am besten. Wie lange sind wir jetzt schon hier? Ich kann gar nicht mehr einschätzen, wie lange wir hier schon sind. Komm, wir gehen raus. Nein! Oh mein Gott! Kasper. Kann nicht sein! Okay, Moment. Was machen wir jetzt hier am besten? Was war eben noch oben? Wir könnten eine andere Tür ausprobieren. Meinst du, da sind wir frei? Denkst du hier den Notausgang oder was? Ja, ich glaube, der sollte eigentlich hinhauen. Okay, dann laufen wir mal ganz kurz zu dem hier hin. Ja, das sollte eigentlich echt gleich funktionieren. Nein! Oh. Hä? Wie? Auch verschlossen! Ach nein, ja, das kann doch nicht sein. Oh, jetzt bin ich gerade wieder am Anfang. Wir kamen noch hier rein, das geht doch gar nicht. Mann, also, stimmt, aber die letzte Tür, die irgendwie jetzt noch zur Verfügung steht, ist wahrscheinlich genau das gleiche, ne? Hä? Wow. Hä? Was passiert hier, sag mal? Hey, was ist das? Oh mein Gott! Hey! Jetzt sehe ich's erst! Was ist das denn? Was für Sachen? Warte mal, hallo, seid ihr Frau? Seid ihr Hallo? Au! Au! Kasper, lauf!
Das ist ein böse, schnell da rum. Oh, so lauf, 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 wir müssen irgendwo zu irgendwelchen Aufzügen. Ich bin gefangen in der Arme. Oh nein. 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 Okay, wir müssen zu irgendwelchen Aufzügen laufen, Broxo. Da drüben, da drüben. Wir müssen zu so Aufzügen. Ey, wir müssen da, wo dort. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Lauf. Hilfe. Oh mein Gott, nein. Nein, wir müssen uns sofort irgendwo verstecken hier drauf. Au! Oh. Aua, lass nein, Broxo, ich bin one hit. Lass uns einfach reingehen, komm, lass das alles weg hier. So. Oh nein, oh mein Gott, oh mein Gott, das war so knapp. Kaspar, du dich auch? Ich mich auch, es war richtig, richtig knapp. Hä? Oh. Hier, guck mal. Ey, du hast echt gar kein Leben mehr, ne? Ich hab kaum noch Leben, ich brauche irgendwie ein neues Leben, aber ich weiß nicht wie. Richtig verrückt. Ach so, das ist hier so eine Baustelle jetzt gerade. Hä? Okay. Da sollten wir uns verstecken. Mhm. Ja, und denkst du, das ist die Baustelle von diesem Spielebad? Vielleicht können wir sogar ein Spielebad sein. Ah, das gehen. Kann sein, das kann sein. Aber ich meine, eine Baustelle ist ja eigentlich gut. Vielleicht kann man hier irgendwie gut rauskommen, ne? Hä? Yeah. Er ist Stay hier? Also, bleibt draußen? Mhm. Wer ist hier? Hä, wie kann ich denn das verstehen, sag mal? Oh Gott. Hä? Okay, da oben ist eine Tür. Die sieht auch ziemlich gut aus. Wir müssen nur den Pool überwinden von... Was ist das für ein Zeug? Ich weiß auch nicht. Ich will es auch gar nicht herausfinden. Lass einfach am besten vorne zur Notausgangstür raus. Ja, okay. Aber ganz, ganz vorsichtig hier über das Holz rüber. Ey, wenn wir da reinfahren. Oh mein Gott. Du hast ja gerade so gewackelt. Okay. Also, du müsst jetzt am besten. Drück jetzt den Knopf hier. Los, drück raus hier, ich will raus. Los. Oh nein, die ist von irgendwo anders kontrolliert, Kaspar. Ah, ich sag's dir, hier unten ist es. Hier unten safe. Wieso hier unten? Hier unten bei den Kisten irgendwo hätte ich gedacht jetzt aber eigentlich nicht. Du müsstest irgendwas finden, um das runterzuziehen oder so? Ich glaube ja. Hier irgendwo? Oh, er hat was. Guck mal hier, hat so eine Brechstange. Oh, sehr gut. Den bauen wir. Okay, mach auf. Dann, ach, die Leiter oben. Ah, dann konnten wir die runterholen. Okay. Und weiter geht's hier. Die anscheinend oben rutschig sein. Ja, mal vorsichtig hier lang balancieren. Oh Gott. Hier lang, hier durch die Röhre. Zack, zack. Okay, und Broxo! Jawohl. Broxo! Jetzt zieh mich hoch! Ich zieh dich hier hoch. Nein! Oh, hast du überlebt? Gott. Ja, ich hab's überlebt, aber ich... warte mal, ich ist sogar gut, wo ich bin. Ist sogar richtig gut. Zum Glück. Ja, warte, die Tür ist auf. Ja, ich weiß, ich bin hier schon. Okay, komm, durch. Mal gucken, was ich... Oh mein Gott, das war richtig knapp. Was ist... Das ist irgendwie... Ich hab irgendwie ein schlechtes Gefühl. Also irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Das kommt dir bekannt vor? Irgendwie schon. Glaubst du, das hat was mit Patchy zu tun? Als wären wir schon mal hier gewesen oder sowas. Mmh, also als wäre es immer so Patchy, aber der ist doch... Aber stimmt, nicht? Ich erinnere mich gerade, da war doch beim letzten Mal eine Explosion und da wurde kein Körper gefunden danach. Stimmt. Okay. Okay, Moment mal. Ey, Kaimi, was sagst du? Warte denn? Mal! Was hier ist was! Hier, da ist was. Hier sind so Bälle da drüben, siehst du das? Auf dem Boden! Okay, Bälle und dann was hast ist du hier? Andere Spielsachen, glaube ich, ne? Hier, ich hab was! Was ist das? Ah, hier irgendwie das. Ach, das Schloss ist kaputt, die Tür geht anscheinend nicht auf. Ich glaube, die kriegen wir echt nicht auf, das wäre es irgendwann auch. Wir müssen irgendwas finden: einen Schalter, um irgendwas durchzuknacken. Vielleicht hier können wir reingehen oder sowas. Ja, lass mal gucken. Da hinten leuchtet doch was! Stimmt, ja! Das ist. Das ist das, ein Schalter, das ist so ein Kippschalter, so ein Stromschalter irgendwas. Oh, sehr gut. Was ist hier? Okay, das ist nur so ein komisches Rad, ja. Okay, oh Gott. Was war das gerade? Oh, irgendwas hat hier gerade geknistert oder so. Okay. Das war mega knapp. Oh mein Gott, was ist hier? Hier die Bälle. Da muss ich hier mal ein bisschen beiseite treten. Bam. Ey, pass auf, lass mal noch mal rumgucken, wo es hier... Warte mal, was, kamen wir von hier? Nee. Oh, noch eine verschlossene Tür, guck mal hier. Hier muss noch irgendwas sein, aber ich weiß auch nicht genau was. Wir müssen halt irgendwie diese Lichter aktivieren, ne? Okay, aber wie genau soll das gehen? Was sollen wir machen? Ach, diese drei, wir sollen so drei Dinger drehen, ne? Ja, ja, da habe ich hier hinten auch noch eins gesehen irgendwo. Ja, so, ich habe eins schon mal gedreht. Du auch? Ja, hier ist noch eins, komm mal her, hier. Geh mal da zur Wand und ich hol mal das letzte hier hinten. Das ist hier hinten, glaube ich. Das habe ich jetzt auch, okay. Und das und auch da mal. Kann ich mal. Ja, da geh da mal hin. Und. Ich hab's auch noch gedreht. Ich mach hier auch mal. Okay, ich hab's. Nein. Hä? Hey. Was ist jetzt los? Nicht schon wieder. Wo bist du, Kaspar? Ich komm zu dir. Ich bin auch am Anfang wieder jetzt gerade. Schnell. Die haben uns wieder gefunden. Aber wie denn? Müssen wir jetzt hier raus wieder oder was? Ich glaube. Die Tür ist offen. Komm. Okay, komm, ich hab's. Hier. Da. Komm, okay, komm.
Komm, okay, sehr schön, sehr schön. Oh Gott, weiter geht's. Oh mein Gott, ey. Warte mal, ist hier eine Kante? Ich hab keine Ahnung, wo wir sein könnten. Es geht anscheinend nur vorwärts, oder? Ja, es geht nur vorwärts. Guck mal hier. Das Licht wird immer heller, ne? Und jetzt würden so Scheinwerfer weg. Über uns angehen. Hä? Also er geht auf jeden Fall ganz mutig vor, muss ich sagen. Ja, ich hab hier aber kein gutes Gefühl. Da. Ah! Alter! Was war das denn? Wollte ich gerade auch nicht. Ich hab hier kein gutes Oh nein. Nein! So eine Spielbox! Das mag ich ja ganz und gar nicht! Diese gruselige Musik! Weißt du, was da rauskommt? Ein Clown! Nein, macht keinen Spaß! Da kommt ein Clown normalerweise raus! Ah! Nein! Nein! Oh mein Gott, nein, bitte kein Clown! Oh! Oh! Ich glaube, das ist Patchy! Nein, bitte, jetzt halt! Wer kommt da? Wer? Nein! Nein, Patchy! Oh mein Gott, nein! Wir haben dich nicht vermisst. Patchy, hau ab, ey! Es ist einfach Patchy, aber guck mal! Sieht anders aus irgendwie. Ja, irgendwie grüne Haare und so ein komisches. Letztes Mal hatte er ja noch rote Haare. Ja. Oh, es war nicht so schlau von euch, letztes Mal mir Böses anzutun. Oh mein Gott! Oh, oh mein Gott! Was macht er? Tada! Er kann sich teleportieren, ne? Oh mein Gott, meinst du, er ist vom bösen Dämon besessen? Ich weiß gar nicht. Das könnte sein, ne? Aber das Ding ist, deswegen haben sie ihn niemals gefunden, weil er sich aber teleportieren kann. Aber nein, er muss jetzt. Nein, er will sich jetzt rächen, Kasper. Nein! Patchy macht nichts. Wow! Nein! Oh mein Gott! Bist du? Nein! Ich bin hier. Wo bist du? Oh Gott. Okay, komm, es sieht so aus, als würden wir hier langlaufen. Lauf! Hä? Das kann doch nicht angehen, dass er noch lebt. Oh mein Gott, oh Gott. Er hat uns wahrscheinlich die ganze Zeit schon beobachtet, ne? Okay, pass auf. Wir dürfen nicht mehr über Patchy nachdenken. Wir müssen hier jetzt einfach nur noch rauskommen. Komm. Komm schnell rüber, Kaspar. Hä? Ah. Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn da gerade runtergekommen? Oh nein. Hä? Er sagt, das ist alles in unserem Kopf. Was? Wo bist du, Patchy? Komm und kämpf gegen uns wie ein echter Mann. Da ist er. Guckt euch mal das an. Wow! Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, was? Okay, pass auf, oh mein Gott, was? Ich schaff das, Kaspar. Oh, ich versuche ich auch. Oh. Oh mein Gott. So, auch wieder rüber geschafft. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Weiter geht's. Ne? Patchy. Oh mein Gott, wo ist er? Er ist schon wieder weg. Er ist schon wieder weg. Mathe läuft locker wieder irgendwelche anderen Fallen. Ja, ja, das. Oh mein Gott, eine Bombe! Ich mach zurück! Lauf! Oh mein Gott, hä? Hä? Oh schnell runterspringen! Oh Gott! Oh Gott! Hä? Okay. Oh, und jetzt? Wie kommen wir denn da jetzt hoch? Warte, Vorsicht! Hä? Ich hab euch gesagt, ihr sollt aufgeben! Ihr werdet niemals von hier entkommen! Ihr seid meins! Hä? Okay. Oh mein Gott! Feuer. Wow! Alter! Oh Gott, was? Pass auf, noch eins, Kaspar! Oh mein Gott, immer schön drüber springen, alles gut! Oh, rüberspringen! Oh. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, was? Oh. Okay. Wir dürfen uns wahrscheinlich nicht mehr so viel bewegen, oder was? Wow! Ich wollte nicht so viel bewegen, meinte. Aber okay, alles gut dann. Okay, hier stehe ich gut. Wie ich möchte. Oh. Wow. Okay, ich stehe hier sehr, sehr gut, muss ich sagen. Hier kam noch nicht einmal ein Feuer lang. Oh, doch jetzt. Oh Gott. Ja. Alter, oh, Gott. Ich komme hier ganz gut voran. So, ich auch, muss ich sagen. Ja. Deine Tricks können uns nicht aufhalten, Patchy. Ist dir das klar? Du solltest lieber aufgeben. Der aufgeben sollte. Mhm. Ja, hört auf. Ihr habt keine Chance. Ihr hättet nicht hierher kommen sollen. Oh Gott, Vorsicht. Die Bombe schon wieder. Oh mein Gott. Oh Gott, schnell wieder hoch. Jawohl, er hat uns einfach geholfen. Der Ehrenmann, ne? Oh mein Gott, Feuerbälle, pass auf! Oh Gott, was hat er mit seinen Feuerbällen überhaupt, hä? Okay, wir haben's, glaube ich. War's das? Oder was? Ist er weg? Warte mal. Das ist viermal Patchy. Es ist anscheinend der Patchy-Tempel, oder was? Das kann sein, ne? Zu Hause oder irgendwie sowas? Das kann sein, die Dämonenhöhle. Ich will da aber nicht rein, Kaspar. Aber ich sag mal so, gibt's überhaupt einen anderen, wo wir hingehen könnten? Ich glaube, wir müssen rein, Broxo. Ja, okay, dann müssen wir halt rein, okay? Ab in den Tempel. Let's go.
Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Patchy! Aber ist hier, warte mal, hör auf uns zu ärgern, du bist doch hier bestimmt irgendwo. Ey, das ist echt fast kein Leben mehr, ne? Ja, das wird echt, ich muss echt aufpassen, dass ich nicht draufgehe, Broxo. Warte mal, er hat gerade immer irgendwie von wir geredet, aber... Hä? Warte mal. Was meint er mit wir? Er will uns vorstellen? Wen will er uns denn vorstellen? Das war mir jetzt auch gerade... Oh nein! Nein, die Dämonen! Okay, das sind Patchys Untertanen! Oh Gott, und wie werden wir jetzt die besiegen? Gott. Wir haben doch gar keine Waffen oder sowas. Ist dir klar, wenn wir draufgehen, dann werden wir auch zu so einem, ne? Ja, ich glaube nämlich schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Mann. Was willst du von uns, Patchy? Ist so, du bist verrückt! Ich hab genug von euren Fragen! Los, Freunde! Attacke! Oh, oh, oh mein Gott! Die kommen! Oh nein! Immer ausweichen! Nein, die haben uns gefangen! Toll. Was? Aua, mein Kopf tut noch weh! Ja, wir wurden hier irgendwie in so einen Dungeon oder so eingesperrt. Hey, guck mal! Da vorne läuft so eine Wache die ganze Zeit lang. Stimmt, ja. Warte mal, meinst du, wir schaffen es hier irgendwie raus? Ich guck gerade, ob wir hier irgendwie... Haben wir jetzt hier irgendwie so einen Weg nach draußen oder sowas? Ich glaube, oh Gott, da kommt einer, Vorsicht, Vorsicht, was sagt der? Hä? Hey, Lilo, was siehst guckst du so komisch an, hä? Oh. Oh, ich glaube nicht, dass sie reden können. Glaube ich auch nicht. Oh, hä? Er sagt, was? Hä? Könnt ihr die anderen hören? Der hat gerade gesagt, wir sollen leise reden. Oh. Rück da, rück zurück von den Stangen! Was macht er da? Alter! Hä? Er befreit uns! Was? Lol, das ist ein Guter! Das ist ein Guter! Und wer ist der? Warum hilfst du uns? Es gibt keine Zeit zur Erklärung, für Erklärungen. Ich muss los. Okay, das Ritual beginnt jetzt bald. Oh mein Gott. Ich bin bald da bei euch. Viel Glück. Wow! Okay, komm raus hier. Lau. Lass dich nicht sehen von dem, ne? Schnell. Oh Gott, hier ist einer hinter ihm, komm. Hier rein. Oder? Denkst du? Oh mein Gott. Jetzt. Wir müssen einen Hebel finden für die Tür. Das war gerade so knapp, Kaspar. Hier hinten irgendwo. Nee. Wow! Er hat mich! Oder? Er hat dich. Nein, alles gut. Ich dachte, er hat mich... Hä? Er hat mich gesehen! Wie hat er mich denn gesehen? Er greift uns alle an. Der war richtig stark auf einmal aus dem Nichts. Naja, gut, okay. Warte, habe ich jetzt schon was gefunden? Ich habe noch keinen Hebel. Ich habe Hebel gefunden. Okay, sehr gut. Aber wo müssen wir... Wo müssen wir mit dem Hebel hin, Broxo? Nee, ich musste den nur umlegen. Ah. Okay, durch irgendeine Tür sollen wir jetzt raus. Aber welche? Hier! Hier geht's hoch! Hilfe! Komm zurück, ich gehe hier durch! Ich komme! Okay. Sehr schön! Was? Hä? Warte mal. Sind wir irgendwie falsch gegangen oder so, Kaspar? Ich weiß nicht, ob das die richtige Tür war. Meinst du, das war die falsche Richtung? Sah irgendwie falsch aus oder so. Warte mal, siehst du das da hinten? Oh mein Gott! Was? Das ist anscheinend Patchys, keine Ahnung, Schlafzimmer oder so, wo er seine Energie auflädt. Da ist so ein Shop-Mitarbeiter! Und dann die andere vom Kuchenladen und der Café. Ja, der saugt die Energie aus den raus und macht dadurch den größten Kristall der Welt, oder was? Was? Okay, warte mal, wir müssen Patchy irgendwie aufhalten, ist dir das klar? Irgendwie müssen wir das zerstören oder sowas. Er will irgendein Ritual machen oder so. Schnell, wir müssen hier irgendwie hier rüber. Schnell. Hä, und hier? Nein, du machst das falsch. Was soll ich machen? Du willst genauso wie die... Geh runter, was machst du denn? Ach so, ich soll die Muster genau gleich machen. Ja. Ah, okay, hier, so, okay. So, okay. Ja, wir haben's, oder? Nein, du hast falsch gemacht. Nein. Oder da? Schnell, normal. Wie macht er das denn? Oh mein Gott, die sind Lava drin. Oh mein Gott, nein. Oh nein. Oh mein Gott, nein. Andere Seite jetzt. Schnell. Das kann nicht so schwer sein. Hä? Los, hier sollen wir irgendwas machen. So? Hä? Was macht er denn? Schnell! Er macht das voll schlecht. Was macht er denn? Er soll runter! Er macht meins immer wieder kaputt. Hey, Digga, er soll einfach abhauen. Ey, er ist da richtig schlecht. Er läuft einfach nur so rüber. Oh mein Gott.
Nein, das war's. Ich sag's dir, das war's. Toll, der ist auch weg jetzt, oder was? Komm, jetzt, er macht's gerade nicht. Oh mein Gott. Ja, okay. Schnell. Ich mach. Nein, ich wollte es gerade machen. Oh nein, wer ist denn jetzt da? Oh. Die kenne ich gar nicht. Die ist, glaube ich, vom Skate Shop oder so. Die hat uns geholfen. Letztes Mal, ne? Ja, ja. Okay, ich mach. Ich hab's. Nein, oder? Doch, nicht berühren. Okay, ich hab's. Okay. Okay, jetzt schnell zum anderes Ritual irgendwie. Hä, aber... Nein, die geht gerade runter. Warte mal, der Käfig geht runter. Stimmt. Er ist gestoppt, er ist gestoppt. Ja, jetzt, wir haben's. Toll, okay. Wir hätten wahrscheinlich alle retten können, aber ja, die beiden sind einfach draufgegangen, nur wegen dem einen. Mann, du Blöder, ey. Wirklich. Toll. Wo ist sie hin? Sie ist gerade verschwunden. Meinst du, sie war die Helferin? Meinst du, sie war die, die uns geholfen hat? Ich glaube, ja. Lol, die kann auch Patchys Tricks machen. Ja. Oh mein Gott, was? Sie hat auch noch eine geheime Energiequelle, okay. Wow. Hä? Was macht die? Die löst sich auf? Ach, die zündet die Dinge an, damit der Kristall explodiert. Nein, die macht die kaputt. Schlag ihn! Ja, sehr gut. Den nächsten, los! Ah, jawohl, mach noch mehr kaputt. Den putzt sich wieder los. Du denkst, das könnte mich aufhalten? Ich habe so viel Energie aus so vielen verschiedenen Quellen. Teleportier dich! Schnell! Oh mein Gott, was? Der Kristall wird Gehirn waschen? Digga, der macht hier schon wieder alles kaputt! Es ist ein anderes Muster! Nee, ist doch dasselbe. Nein! Ja, jetzt wieder! Hä, eben war es ein anderes Grad! Nein! Hä, nicht? Ich dachte... Es ist zu spät, um mich aufzuhalten! Es passiert jetzt! Oh mein Gott, Brock, so! Was hat sie gemacht? Was hat sie gemacht? Was passiert denn mit dem Kristall? Wow! Oh mein Gott, was? Was passiert hier gerade? Hä? Nein! Oh mein Gott, wir wurden Gehirn gewaschen, jeder auf der Welt, Broxo. Nein. Wir haben's nicht überlebt. Oh, Menno! Freunde, wir wurden einfach Gehirn gewaschen, es hat trotzdem Ultra Bock gemacht. Wenn ihr nochmal eine Folge sehen wollt, wo wir diesmal Patchy wirklich aufhalten, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Du bist so weit, ich kenne eins von all meinen Videos aus. Wir sehen uns im Video ab und bis dann und ciao, ciao!